vorgestellt. Space Heaven von Bugs Bite. Ja, die Entwickler haben sich hier verewigt. Und ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ich den Kickstarter Alpha Key bekommen habe, beziehungsweise die Demo. Und da kann ich dann euch das Spiel zeigen. Ihr seht ja, wer was gemacht hat. Und ja, was ist hier? Patch Notes kann man lesen, Updates, wir sind auf der neuesten Version. Cloud, da kann man Speicherstände lassen, aber auch jetzt gerade irgendwelche Bugs melden. Optionen sieht man hier, kann man hier Musik laut und leise stellen. Ja, die Dingens, ach schon, hier die UI ändern, sieht man hier wunderbar, alles schön. Ja, ich glaube, wir lassen es mal auf 1. Kann man noch ein bisschen was einstellen und Auflösung haben wir hier so. Vollbild machen wir. Background kann man hier High machen. Planet Size, Groß, Klein, Mittel. Keybinding seht ihr hier. Kann man einiges machen. Drag Map, okay. Zoom In ist das Mausrad. Zoom Out auch. Mouse Select ist Mouse 1, Add Select ist linker Shift, Remove Select ist Link Control, Stop, Look at, Normal Speed, okay, F-Tasten für Geschwindigkeiten, Rotate ist F und gegen den Uhrzeigersinn, ich weiß nicht, ob es Uhrzeigersinn ist, Clockwise, ja, Control Clockwise vielleicht oder so, Toggle Build, Toggle Walls, Toggle Pause, Build View, Toggle Roof. Das müssen wir mal ausprobieren, was das ist. Open Map, Open Jump, Open Crew, Delete. Und was haben wir noch? Toggle View Mode, Toggle Tactical, Cycle Next View Mode, Cycle Preview Mode. Okay. Das sind die Sachen. Ihr hört vielleicht die Musik. Sehr interessant gemacht. Die junge Dame, die da singt, hört sich gut an. Ja, gespeichertes Spiel haben wir nicht. Doch, er hat wohl zwei automatische Spielstände gemacht, weil ich es schon einmal angeguckt habe, kurz zu sehen, wie es geht. Hier sind wir mit 4 Leuten unterwegs und das ist das Tutorial sozusagen, würde ich sagen. Ja, die Sterne erwarten uns. Wir müssen Schiff richtig aufbauen. Wir haben eine Grundplattform mit wichtigen Supplies, also oder ja. But you will need to build everything else yourself. Play this scenario to learn the better game mechanics. Ja, machen wir das doch. Okay, da haben wir eine Sonne. Build Tool Facility. Das ist das Ding, was wir jetzt als erstes machen sollen. Your crew members build tools essential for any type of building. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier in das Baumenü. Production, Storage, Food, Items, Resources. Dann machen wir mal dieses, ist es, okay. Und das war ein bisschen zu viel reingezoomt. Das ist zu wenig. Machen wir nochmal einen so. Pfeiltasten bewegen wir. Ja, das bauen wir mal hier hin, weil ich glaube, das ist in Reichweite des Transformators oder Generators. So, und dann sollten wir das bauen. Hier fehlt Strom. Dann, ja, das sollen wir machen. Die sind schon unterwegs, bringen Sachen dahin. Dann läuft das. No place to rest. Okay, das heißt, Stühle und eine Couch for your crew. Crew, Furniture, okay. X-Couch, die hauen wir da mal in die Ecke. Und da gibt's noch einen Tisch zu. So ein Couchtisch, ne, ne? Table. Ne, ist glaube alles gleich. Machen wir den da hin. Obwohl, irgendwie gefällt mir das nicht. Machen wir mal so. Dann ist das unser Wohnzimmer sozusagen. Wir brauchen noch Stühle. Da. F war drehen. So, dann haben wir eine Sitzgarnitur. Create optimal gas conditions. Build life support. Build CO2. Also okay, das wäre jetzt life support. Das. Ja.
Da kommt eine Wand hin. Aber dann machen wir das mal dahin, damit wir ein bisschen Raum zum Bewegen haben. Und den brauchen wir da auch noch. Machen wir so. Das haben wir dann auch ausgewählt. Uns fehlen aber hier noch Dinge wie Strom, wie man gerade sieht. Dann machen wir Production, Power und Wall Power, Power Node. Ja, da können wir dann hier hinbauen, oder? Wenn wir die da hinbauen, dann decken wir wohl ziemlich alles ab. Und machen wir noch da einen hin, machen wir noch da einen hin. Gut. Das weg, das weg. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Modi, die wir uns anzeigen lassen können. Zum Beispiel auch der Strom, Temperatur, der Komfort, Jobs, die es gibt. Okay. Was ist das? Raumgruppierung. Hier machen wir die Wände mit hoch. Können wir besser hier sehen. Okay, seht ihr da, ne? So, eben hatte ich noch gesehen, Tab, dann wird das Ding zugemauert. Ne, wird gar nicht zugemauert. Tab funktioniert nicht. Ja, und dann hier noch Sauerstoff, Kohlendioxid, Rauch, Strahlung, Wärme. Und das hier weiß ich nicht, Netzwerk oder so, keine Ahnung. So, was haben wir hier? High Priority, das muss noch gebaut werden. Das auch. Das funktioniert wohl. Was haben wir noch? Die Couch ist schon fertig oder nicht? Ja. Die können ja auch schon sitzen und essen oder was? Was macht er hier? Da ist aber kein Strom dran, ne? Dafür müssen wir dann die anderen Dinge bauen, die jetzt hier noch fehlen, die man hier sieht, dass da gerade Rohstoffe hingebracht werden. Okay. So, was waren da jetzt noch? Create Optimal Gas Condition sind wir noch bei. Production, Storage haben wir schon. Power haben wir. Food ist noch nicht gefragt. Das ist auch noch nicht gefragt. Energy, okay. Dann gehen wir mal hier hin. Science, okay. Life Support hatten wir schon. Facility hatten wir noch nicht. Kitchen, Jukebox, Toilette, Furniture hatten wir schon in dem Sinne. Allerdings Power Node unlinked. Ah, er ist fertig hier wohl. Nee, doch nicht. Doch jetzt. Und dann müssen wir das verlinken. Das ist schon so richtig. Zack. Zack. Jetzt ist das, glaube ich, verbunden, oder? Jetzt läuft der Strom. Würde ich jetzt sagen. So, damit haben wir ein paar Dinge erledigt. Die haben Raumanzüge an, ne? Kann das sein? Okay, weil wahrscheinlich unser Air Condition hier noch nicht lief oder was das auch immer ist. Life Support. Ja, das läuft. Und da ist wohl auch was möglich. Hier unten fehlt noch der Strom. Sehr interessant. Ich dachte, das hätten wir schon erledigt. Ne, Production, oder? Power. Der dann? Okay, dann fehlt hier noch Strom. Dann machen wir da noch einen hin, ne? Okay, hier passiert wohl was, oder nicht? Ship, Wall, Airlock, System. Machen wir weg. Der läuft wohl. Und der läuft wohl auch. Hier fehlt's noch. Der hat keinen Anzug an, aber der, oder? Sehr interessant, der hat auch einen Anzug an, ne? Naja, wird schon werden. Keep Temperature Optimal. Also brauchen wir jetzt hier so ein Temperaturgerät. So, das gibt es wahrscheinlich hier. Production, oder? Oh, so, ne. Sources. Nee, das muss unter Crew gehören dann. Life Support? Ja. Machen wir mal umgekehrt. Und machen das mal hier hin, oder? Mal gucken, was passiert.
Ah, der muss noch angeschlossen werden, oder was? Pwnload unlinked. Jetzt ist es linked. Und das können wir so machen. Dann sind da mehrere linked. Kriegen das wieder los. So. So, das läuft dann alles. Keep temperature at optimal. Also einen haben wir jetzt hier angeschlossen. Wir können auch noch auf der anderen Seite einen machen, oder? Capacity outside of power node reach. Facility. Das ist der Miner Shuttle. Das ist Storage. Das ist das Docking und das ist Facilities. Warte mal, Facility, okay. Unreachable Areas, okay, da kann man nicht hin. Sag jetzt nicht, da steht einer. Tatsächlich, du glaubst es doch nicht, oder? Boah, dann kannst du nur den Stuhl hier wegreißen. Move. Dann bau den dahin. Und den kannst du auch moven. Nämlich dann dahin. Ja, kannst du alles umstellen, ne? Hat ja gut geklappt. Das kannst du abbrechen. So, ja, geht. Den müssen wir dann auch bewegen, den Stuhl. Läuft richtig gut, oder? Der muss dann auch noch moved werden, dahin. Wieso brennt denn das da jetzt? Können wir das auch löschen? Hoffentlich ist das jetzt richtig gewesen. Na, auf jeden Fall ist der aus der Lücke da raus, ne? Baut er das jetzt wieder auf oder nicht? So, Tisch, move wir auch. Nach da. Facility not on power grid. Build task field. Was soll man da jetzt machen? A blueprint is waiting for construction of sources. Yeah, no. Not a problem under this message. Ah ja, danke. Na dann. Achso, der Stuhl muss dann jetzt wieder moved werden. Und den machen wir da hin. Und alles ist gut, ne? So, das funktioniert alles erstmal. Ach, Licht haben wir auch nicht. Okay, Licht werden wir dann erstmal anschaffen müssen. Life Support? Nee. Ah, hier ist Licht. F passt. Machen wir da noch ein Licht mehr hin. Das ist gut so. Das lassen wir dann erstmal so, oder? Jetzt geht's noch um Ship Wall. Was haben wir denn hier? Space Suite Door. X Wall. X1 Door drehen. Machen wir dahin. Das ist eine X1 Wall. Okay, 25, 25. Weiß ich nicht, wie das wird, aber er macht die Ecke automatisch. Alles klar, und wird dann gebaut. Das ist unser Wohnzimmer jetzt, ne? Power Grid, super, läuft, geht nicht.
Airlock System Hall, Crew, Life Support, No Production, Power. More. Power Grid. Ja, es sieht so aus, als ob was vorangeht. Was macht er denn da draußen? Was hat er denn da jetzt? This is a barrel. Create a barrel. Was das hier wird, weiß ich auch noch nicht. Okay, 1,2. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Er läuft schon mal auf jeden Fall rum. Wände werden gebaut. Power Grids laufen. Strom gibt es nicht für sein Licht da hinten. Ja. Jetzt haben wir hier Life Support. Hier ist sowas wie eine Werkstatt. Ja, weiß ich auch nicht. Achso, wir müssten uns auch Gedanken machen. See und Power. Achso, der ist nicht hier. Da gibt es keinen Strom für. Ich weiß aber nicht, was er da... Das hier ist es. Achso, das ist hier... Die Klimaanlage sozusagen, die müssen wir noch an Strom kriegen. Production, Power. Machen wir hier nur eine Power Note hin, oder? Passt. Haben sie die schon gebaut? Haben sie. Und Link nach da. Nach da geht nicht, alles klar. Jo, dann passt das schon mal. Ja, Move Item, Sammeln, das passt alles. Hier können wir das wieder ausschalten. Die Wand wird fertig gebaut. Und dann haben wir einen abgeteilten Raum. Wo sind Räume hier, ne? Gut, dann sieht das noch schon ganz nett aus, oder? So, Power Grid ist da, da können sie essen. Er hat da irgendwo, hat irgendwer eine Kiste reingestellt. Keine Ahnung, wofür das gut ist. So, hier unten fehlt es noch an Strom oder was auch immer. Link. Mit dem und auch mit dem verbinden. Und fertig. Okay, dann können wir das wieder ausmachen. So, was steht jetzt hier? Expand Spaceship. Jetzt müssen wir unser... Integrate more rooms for buildings. You can do this from the build menu. Okay. Ja, Ship ist das hier. Und dann können wir... System machen. Ne, Hull. Und dann können wir hier was bauen. So, das heißt, wir machen mal hier 3. So. Dann haben wir das ein bisschen größer. Machen das mal so und das wird ein Schlafzimmer sozusagen. Ne? Obwohl wir könnten das mal so machen. Nee, doch. Machen wir so. Und so. Mhm. Das sieht doch schon einigermaßen aus, ne? Und hier machen wir das dann so. Ah, weiß ich noch nicht. So, so. Machen wir mal so. Ach so, das geht dann nicht. Dann muss dann wieder 3 haben, ne? So, jetzt haben wir einen Eingang. Und das ist jetzt hier ein Raum, den wir vielleicht doch noch ein bisschen größer machen. 2, 4. Ach so, okay. Dann machen wir da mal ein Remove hin. Und dann Move machen wir da. Okay, und dann habe ich mich gerade entschlossen, das noch so zu machen. Und das wird der Schlafraum. Gut, und dann sind wir fertig. Und wer baut das? Keine Ahnung, wer das baut. Sieht aber so aus, als ob jetzt alles läuft. Ja. So, das ist der erste Eindruck von dem Spiel, so wie ihr seht. Läuft, ne?
Wir haben hier unser Wohnzimmer gerade gemacht. Die unterhalten sich angeregt. Ach so, das haben wir noch gar nicht. Wenn du hier auf so eine Person klickst, siehst du, die kann man ausrüsten. Hier hat sie auch irgendwelche Eigenschaften. Hier kann man sehen, wie es ihr geht. Und da gibt es noch die letzten Dingens, was er getan hat oder so. Hier hat er irgendwelche Verbindungen. Ist er wach geworden? Komfortabel Environment, also schlechte Ausstattung. So sieht man das. Inventory hatten wir schon. Naja, das ist alles klar. Hier hast du nochmal eine Übersicht, wie glücklich er ist, wie sein ja, System läuft, sein ja, Vitalsystem. Da, ob er müde ist, das ist Sauerstoff. Und sie sind alle gerade am Schlafen, wie wir sehen. Okay. Gut, dann ist das auch geklärt. Erste Nacht läuft ohne Betten. Okay, die müssen nachher hier gucken, dass sie dann das bauen. Wofür die Kiste ist, weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Also da kann man was drin bauen, ja, aber wie? Das ist die Frage. Needs Umet. Keine Ahnung, was Umet ist. So, gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Ah, es gibt Ressourcen, die ich eben noch nicht gesehen habe, die sich hier befinden wohl. Die muss man wohl abbauen, ne? Ja, dann. Mein steht da, alles klar. Wo sind wir denn da? Okay, und dann können wir Mein drücken. Base Metals. Asteroid. Ach, da gibt es verschiedene Dinge. Was ist das denn jetzt hier? Oh, Tooltip ist klar. 15. Ich nehme da mal 2 und hoffe, dass das funktioniert, was wir da jetzt vorhaben. Unexplored. Noble Metals. Was war das hier? Base Metals. Und das da? Ach, da gibt's Wasser sozusagen. Alles klar. Und hier ist unsere Station, ne? Ja, die sind immer noch am Schlafen. Hier ist wohl irgendwie die Zeitanzeige. Das ist das Sternenjahr 2200, 1.2 Tag und 0.25 Stunden oder so oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wir wollen expandieren. Ja, das müssen sie dann mal machen, ne? Können ja mal gerade vorspulen, bis die wieder wach sind. Überall das Bettzeichen dran, die schlafen auf dem Boden, was nicht so gut ist. Müssen wir gucken, dass wir expandieren und dass wir dann da vielleicht ein Schlafzimmer fertig kriegen. Ja, und wann ist die Nacht rum oder so? 1.4? 1.5? Keine Ahnung, wann was hier los ist. 78, 80. Und da ist bei 80 irgendwas passiert. So, was macht er jetzt hier? Keine Ahnung. Ach so, doch, der geht jetzt da rein, oder was? Nee, geht er nicht. Was macht denn unsere Baugeschichte jetzt hier? Ship? Hall. Haben wir doch hier alles aufgegeben. Wieso wird das nicht gebaut? Doch, da ist es doch. Ja, verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht in Angriff genommen wird. Meiner? Hallblock 1. Move Craft. Select Hangar. Council. Miner. Inventory. Set Target. Okay, auch nichts Besonderes. Ja, wer, wie, was hier jetzt die Station baut? Keine Ahnung. Geht er da jetzt? Ah, da geht einer rein und da auch. Jetzt geht's los. Was ist das für ein Symbol gewesen? Konnte ich jetzt nicht sehen. Und hier wird auf jeden Fall was gemacht. Ja, da wird jetzt gebaut.
Okay. Das ist der Gang, der da gebaut wird. Ah, jetzt kommt hier oben schon wieder eine neue Aufgabe. Jetzt brauchen wir Betten und eine Toilette. Ja gut, dann machen wir das doch mal hier so. Hall. Hatten wir ja hier schon was. Dann würde ich sagen, weiß nicht wie groß. Man könnte das natürlich dann auch so machen, dass da ein Raum entsteht, ne? So, okay. Ne, das wollte ich ja eigentlich nicht so handhaben. Ne, das möchte ich dann doch nicht so haben. Oh, jetzt ist schlecht. Das wollen wir doch haben. Der Gang soll ja sein. So, jetzt würde ich hier gerne noch was bauen, aber das... Ach, das ist jetzt große Wand und wir müssten dann die Innenwand bauen. Okay, macht jetzt nicht so wirklich die Idee, die ich hatte. Man kann die Wände ja dann auch so bauen. Ja, lassen wir erst so. So, das haben wir. Das bedeutet, hier wollen wir Schlafraum machen. Dann können wir das auch hier gerade weitermachen. So, da geht's um die Ecke. Und kommen wir erstmal bis dahin hin auch. Und hier hinten machen wir dann den Toilettenraum hin. Ja, ich denke mal, wir machen es noch ein größer. So ist es dann, ne? Dann passt das schon. So, wie weit sind die dann? Okay, die werden noch richtig am Arbeiten sein. Wo ist denn der andere hingeflogen? Der war doch hier eben unterwegs. Ach, der macht unsere Ressourcen hier. Okay. Und der andere baut das Schiff. Wenn man es so nennen kann, ne? Ja, wir können jetzt natürlich lange warten, bis das fertig wird. Oder wir bauen hier Betten und sowas rein. Was macht er? Nichts Besonderes. Noch sieht alles gut aus. Hier ist dunkel, ne? Da können wir noch Licht machen. Production, Power. Ne, war es nicht. Item Fabricator, Tool Facility, Werkzeug, Werkzeug. Create tools for your crew members essential for building. This high-tech printer can create various items and weapons for your crew members. Okay. Brauchen wir jetzt nicht. Ja, wir müssten mit dem Essen dann auch gucken. Was haben wir denn noch? Facility, Kitchen, Kardamaschine, okay. Aber wir wollen noch ein bisschen Licht haben. Das machen wir mal hier hin. Und dahin. Und dahin. Dann kriegen wir ein bisschen Helligkeit da rein. Hier ist, glaube ich, einer angedockt wieder. Das war jetzt doof, weil... Ah, jetzt ist weg. Der Gang ist fertig geworden, aber leider nicht das, was wir haben wollten. Lampen werden gerade gebaut. Er ist zurück. Und wo ist der andere? Da nicht. Da habe ich keinen blassen Schimmer, wo jetzt die zwei... Ah, der ist jetzt wohl gerade unten runter irgendwo. Dass wir den nicht sehen. Da ist er. Okay, wird jetzt weitergebaut. Gut, dann ist der Gang da auch gleich fertig. Achso, wir können jetzt mal gerade die Wände hochgucken, wie sich das dann gestaltet. Oh.
Sehr interessant. Ja, sieht schon schick aus, ne? Gut, Strom läuft. Muss mal überlegen, dass man mal wieder einen Generator neu baut, weil der hier ist gleich an seiner Leistungsgrenze. Temperatur sieht gut aus, alles im grünen Bereich. Ja, hier ist der Komfort relativ schlecht, da drin ist er besser. Das ist hier Jobs, die noch sind, aber nur da unten vielleicht, wenn man es so nennen will. Räume sind da. Wände hatten wir. So, ne? Sauerstoff sieht gut aus. CO2 ist auch da. Alles im grünen Bereich, kein Rauch. Keine Strahlung. Wärme ist wohl okay. Und das ist das Netzwerk, beziehungsweise da oben unsere Anzeige. Jo, da haben wir jetzt so ein bisschen was gezeigt von dem Spiel, wie man baut. Ne? Dann muss man sich halt da behelfen und schauen, dass man seine Raumstation vergrößert, besser wird. Hier Ressourcen abbaut, um dann wieder was Neues zu bauen. Das sind so die Grundzüge des Spiels. Meeple Station in etwas schicker, würde ich jetzt sagen, ist es. Oder was gibt's noch? Keine Ahnung, wie das andere Spiel mehr heißt. ja. Gucken wir mal. Irgendwas mit DC war das 24 oder sowas. Irgendwie so ein Spiel gab es da auch mal. Hier ist ein bisschen RPG oder sowas. Ne? Overwood. Okay, läuft, würde ich sagen. Ja, dann guckt zu, dass ihr euch das Spiel anschaut, wenn es euch gefällt. Kickstarter läuft zurzeit noch bis, ich glaube, Ende März 19. Ist aber auch schon gut benutzt. Das heißt, es ist auch schon erreicht, das Ziel. Aber jede erweiterte Mark bringt auch wahrscheinlich ein erweitertes Feature, das die Entwickler weitermachen können. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und einen Daumen hoch gebt und wenn ihr die nächsten Folgen dann in den anderen Projekten auch guckt. Bis dann. Tschüss.